Einen wunderschönen guten Morgen, ein neuer Tag. Ein neuer Vlog. So, wir sind gerade noch in Dallas, haben aber jetzt unsere 7 Sachen gepackt und verlassen jetzt dieses wunderschöne Airbnb. Es hat uns unfassbar gut hier gefallen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Im letzten Vlog findet ihr auch die Verlinkung dazu in der Infobox. So, jetzt geht's aber für uns weiter Richtung Houston. Wir sind gespannt, was uns da so erwarten wird. Dort treffen wir uns übrigens auch mit einem Freund, der tatsächlich nachgekommen ist. Richtig cool. Und ich habe 2 Befürchtungen. Was denn? Erstens hoffe ich nicht, dass wir in Houston ein Problem kriegen. Ja. Und zweitens, bei den ganzen Klimaanlagen wäre es schlecht, wenn wir Husten in Houston hätten. Aber da hast du jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, auf die 2 Sprüche, richtig? Ich bin guter Dinge, dass wir unversehrt ankommen werden und auch die Tage in Houston sehr, sehr, sehr schön werden. Da gibt es viel zu sehen. Ja, hoffentlich. Wir fahren jetzt ungefähr so 3,5 Stunden, wenn wir jetzt nicht irgendwie in Berufsverkehr kommen oder Ach, sowas. Berufsverkehr, wir machen eh wieder halt irgendwo. Ja, wir machen natürlich ein bisschen Rast und würde sagen, dann schauen wir mal, was Houston zu bieten hat. Wir waren jetzt gerade noch mal bei Buc-ee's, der größten Tankstelle der Welt hier in den USA. Und ich habe hier mal wieder irgend so einen Scheiß gekauft. Also ohne Witz, Leute, wir essen hier so dermaßen ungesund. Gesund essen kann man zu Hause wieder. Wenn du in den USA nicht kochst, also nicht dich selber verpflegst in den Airbnbs oder von mir aus im Hotel, dann hast du verloren, wirklich. Also es ist wirklich heftig. Man muss suchen, wenn man etwas Gesundes haben will. Das ist wirklich nicht so einfach. Und ich habe jetzt mir das hier gekauft. Das sind Cookie Dough Bites. Ich meine, sowas in der Art gibt es teilweise auch bei uns, glaube ich. Aber es ist einfach so lecker und ich muss mich so dermaßen zusammenreißen. Nein. Ich muss mich wirklich... Nein. Aber es ist so lecker. Gleich hast du wieder Bauchschmerzen. Also es ist wirklich einfach Keksteig. Das ist purer Keksteig mit Schokostückchen drin. Das kannst du dir kannst du bei uns zu Hause lange nachsuchen. Und wenn, dann schmeckt das nach Arsch. Wie schmeckt denn Arsch? So wie Keksteig in so Dosen in Deutschland. Oh Mann, ey. Ja. Also ich versuche mich hier wirklich mittlerweile schon ein bisschen zusammenzureißen. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe zuzunehmen oder sowas, sondern weil ich jetzt echt teilweise schon schlimm Bauchschmerzen und so hatte. Und auch andere Dinge, über die wir hier jetzt nicht so reden wollen. Also boah. Da muss man mal echt ein bisschen gucken, so was man so in sich reinballert. Aber ja, es ist einfach lecker, ungesund, pure Sünde. Aber was willst du machen? So, wir haben jetzt noch ein paar Stunden vor uns, gefühlt 3. Also, und dann sind wir in Houston. Ich habe mir gerade, ich bin fest mit dem festen Vorsatz in den Laden, in die Tankstelle rein, ich werde nichts zu essen kaufen. Und ich bin mit einem Slice Brisket Sandwich wieder raus. Mit schön Barbecue-Soße. Und schön Barbecue-Soße drauf. Und es war mal wieder ein Gedicht. Ihr wisst ja, dass, gerade wenn ihr den Podcast aufmerksam verfolgt, das Autofahren in Deutschland eins meiner liebsten Rage-Themen ist. Ja, ich hasse es. Wirklich, Autofahren in Deutschland ist die reinste Katastrophe. Und hier in den USA ist es eigentlich das komplette Gegenteil. Also, das fängt schon damit an, dass du hier rechts überholen darfst. Ja, das heißt, es ist letztlich völlig egal, auf welcher Spur du fährst, du kannst auf jeder Spur einfach überholen. Klar, du musst mehr gucken, du kannst auch selber von rechts überholt werden, ist ja klar. Das heißt, Spiegel und Schulter sind hier ein absolutes Must-Have. Aber es ist einfach super angenehm, weil wenn dir irgendwer auf den Keks geht, ja, dann überholst du halt rechts, wenn er in der Mitte fährt. Oder du überholst links, ist es Latte. Wir sind angekommen in Houston und das ist unser Airbnb. Ist wirklich wieder sehr groß, wieder ein riesen Apartment letztendlich. Mit Wohnzimmer, dann einem großen Esstisch dieses Mal und einer schönen offenen Küche. Sieht echt richtig gut aus. Ist noch relativ dunkel auch wieder hier drin, aber die ganzen Apartments sind alle sehr dunkel irgendwie. Kleineren Fenstern. Dann haben wir sogar 2 Schlafzimmer, warum auch immer. Und hier sind Gitarren, finde ich auch sehr cool. Die darf man sogar spielen. Hier ist ein Badezimmer und ja, ein Schlafzimmer, was wir aber nicht benutzen werden. Und dann haben wir hier einfach noch so einen Gang mit dem Schlafzimmer. Ist echt auch sehr hübsch. Sieht richtig cool aus mit einem kleinen Schreibtisch.
Da ist auch noch ein Abstellraum und eine Waschmaschine. Und hier ist dann noch ein Badezimmer. Voll gut. Diesmal haben wir auch zwei Toiletten. Das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir mal schnell unsere Einkäufe, wir waren nämlich gerade schon was einkaufen, in den Kühlschrank tun. In der Zeit, wie ich hier vlogge, hat Philipp schon das ganze Auto ausgeräumt. Ja, ich freue mich über Hilfe. So, als wäre das 20 Stunden für uns wärmestens. Oh weia, ja. Freund eingesammelt und sind jetzt einfach mal nach Houston gefahren, und zwar zum Waterwall. Das ist gewandt, wo Wasser runterkommt. Ja, klingt nicht so spannend, ist es vielleicht auch nicht, aber man muss dazu sagen, heute ist Labor Day, also ein Feiertag hier in den USA. Und es hat einfach alles zu, wir können heute eigentlich nichts mehr großartig machen. Und wir haben jetzt auch schon 6 Uhr, deswegen, ja, gucken wir uns einfach ein bisschen eine Wasserwand an. Ja, schon ganz cool. Sieht beeindruckend aus. Ich hab gedacht, das wäre größer. Nee. Direkt neben dieser Wasserfallgeschichte ist eine sehr, sehr große Mall, wo wir jetzt reingegangen sind. Und wie ihr seht, gibt es hier sogar eine Eisbahn, wo man noch Schlittschuh laufen kann. Mitten im Hochsommer. Ja, willkommen in Texas. So, und jetzt gehen wir gleich was essen, und zwar in der Cheesecake Factory. Ins Houston Space Center. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich weiß nicht so genau, was uns da jetzt alles erwartet. Wir für alles Mögliche rund um das Thema Raumfahrt und NASA und so. Das ist ein Riesengelände. Wir mussten dafür Tickets buchen. Die haben jetzt $45 pro Person gekostet. Wir haben aber auch so eine extra Tour irgendwie noch dazu gebucht. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich nehme euch natürlich mit und lasst uns ein paar Raumschiffe angucken oder irgendwie so. Wir sind jetzt hier in dem originalen Mission Control Center, wo damals alles gesteuert wurde bei der Mondlandung. Verrückt. Okay. Okay, I just checked getting back up to that first step. It's not even collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we got it. Pretty good little jump. So, wir sind jetzt schon einige Zeit hier in dem Space Center. Ist auch echt richtig interessant. Wir waren ja auch schon in dem Mission Control. Wir waren ja auch schon in dem originalen Mission Control Room, wo damals die Landwirtschaft. Wir waren ja auch. Land. Und das ist wirklich super interessant. Und ich lache gerade, weil Kathi. Ich habe mich mehrmals versprochen. Vorher dreimal versucht, ihren Satz vernünftig auszusprechen. Und wenn Philipp dann lacht, dann kann ich nicht mehr. Habe ich gesagt, komm, mach es besser. Ja, und jetzt sitzen wir gerade in so einem riesigen Kinosaal. Wahnsinn. Und gucken uns jetzt einen 23-minütigen Film über Apollo 17 an. Die letzte Mondlandung. Apollo 11 war die erste, 1969. Und Apollo 17 war irgendwann 73 oder 72. Und da man darüber ungefähr nichts weiß, haben wir gedacht, gucken wir mal. Und wie immer sind wir hier alleine. Und schaut euch mal dieses Kino an. Diese Leinwand, das ist ja Wahnsinn. Ich bin gespannt.
ich hier im Houston Space Center. Wir waren jetzt ja gute 5 Stunden hier, also und wir haben, glaube ich, noch nicht mal so alles richtig gesehen, beziehungsweise nicht alles komplett durchgelesen. Also wenn ihr hinkommt, dann bringt auf jeden Fall gut viel Zeit mit. Das macht auch um 5 Uhr jetzt zu, wir haben jetzt 4:30. Mich hatten auch bei Instagram schon viele gefragt, ob ich das empfehlen würde. Auf jeden Fall. Also das war sehr interessant. Was ich auch krass finde, weil ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe. Ich meine, das muss nichts heißen. Ich kriege generell nicht viel aus den Nachrichten mit. Aber das halt seit 1972 war einfach niemand mehr auf dem Mond. Und jetzt nächstes Jahr, 2025, startet zum ersten Mal wieder eine Mission, wo die zum Mond fliegen mit 4 Astronauten. Diesmal ist da auch eine Frau zum Beispiel bei. Also ja, voll interessant. Da läuft schon so ein Countdown runter. Eigentlich super spannend, aber irgendwie ja, habe ich persönlich das nie mitbekommen. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Also es war echt ein cooles Erlebnis hier. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich finde das vollkommen okay dafür, dass man so viele Stunden hier verbringen kann und echt ziemlich viel sehen kann. Man kann in so eine Rakete rein. Man sieht zum Beispiel auch Stücke vom Mond, kann die sogar anfassen und. Und also da ist echt für jeden was dabei, auch für jedes Alter, würde ich sagen. Ja, und jetzt fahren wir zurück nach Houston Innenstadt wahrscheinlich. Keine Ahnung, was wir heute noch machen. Jetzt haben wir 4:30. Wir schauen mal. So Leute, jetzt gehen wir zu Crumble Cookies. Da wollte ich jetzt schon den ganzen Trip über hin, aber die sind immer so ein bisschen außerhalb gelegen. Und da wir zufällig bei einem in der Nähe waren, gehen wir jetzt mal hin. Und die haben angeblich die besten Cookies. Ich sehe immer so Taste-Testing-Videos auf TikTok und so. Und seitdem will ich einfach unbedingt auch so einen Cookie haben. Also nicht nur einen, ich will ganz viele haben. Ich habe jetzt meine Kekse gekauft und ich probiere die jetzt mal. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich drehe gleichzeitig für Instagram hier noch so einen kleinen Taste-Test, deswegen gucke ich jetzt in die Richtung, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe jetzt hier 6 verschiedene in der Mini-Variante. Als erstes probiere ich den hier, das ist die Geschmacksrichtung Churro. Mmh. Das hier ist Chocolate Chip Cookie, das ist ja ein Klassiker. Mmh. Der ist ein bisschen härter. Mmh. Oh Mann, Leute, gerade Kekse gegessen und was ist jetzt? Die Jungs wollen Barbecue essen. Wir haben jetzt 7:10 und wir sind jetzt bei Truth Barbecue in Houston. Das ist ganz bekannt, genau das wie das andere auch, wo wir waren. Aber das hier ist auch ausgezeichnet, irgendwie das zweit- oder drittbeste in Texas oder in den USA, auch irgendwie sowas. Also ja, wird schon wieder gefressen hier, ne? Ich habe gar keinen Hunger, ich habe so viele Kekse gegessen. Kann man eine essen? Nein, ich bestelle dann einfach das ganze Fund und du kriegst davon einfach eine Scheibe. Geil, hier gibt es Rosenkohl, das wollte ich generell mal in Amerika essen und Coleslaw und ich habe mir hier so 2 Stückchen schneiden lassen und hier ist das Essen der anderen. Es war absolut fantastisch, wir haben aufgegessen, wir sind mehr als satt. Ich habe mir gerade ein ganzes Fund Brisket reingeschoben und ich kann viel essen, aber so ein Pfund Brisket, das ist schon stabil. Ne? Dementsprechend tut der kleine Spaziergang jetzt gerade hier ganz gut. Wir laufen nämlich gerade schon wieder zu Fledermäusen, denn genau wie in Austin gibt es auch hier in Houston eine Brücke, unter der keine 2 Millionen wie in Austin, aber dafür um die 250.000 Fledermäuse losflattern sollen bei Sonnenuntergang. Und wie ihr sehen könnt, der Sonnenuntergang nähert sich mit Riesenschritten. Und wir uns auch mit Riesenschritten der Brücke. Und dann hoffen wir mal, dass wir dieses Mal Fledermäuse zu sehen kriegen. Wir sind pünktlich zum Sonnenuntergang angekommen hier. Hier gibt es sogar so ein paar Facts an der Brücke. Das gab es in Austin alles gar nicht. Und hier ist auch gar nicht so viel los wie in Austin. Das ist schon mal ganz gut. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben und ein paar von den kleinen Viechern auch richtig sehen. Oh! Hier sieht man ja mal ein paar Fliegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Obwohl man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass der wunderschön ist, denn wir sind heute runtergefahren nach Galveston. Das ist direkt am Meer, das ist letztendlich wie so eine Insel. Hier 1 Stunde entfernt von Houston, aber es regnet in Strömen, Leute. Wir haben sogar hier Badehose, Bikini und so weiter mit, beziehungsweise an
und ja, das war ein leichter Fail. Aber es ist theoretisch, wenn das Wetter schön wäre, echt ein hübscher Ort. Jetzt Gott sei Dank endlich mal ein bisschen aufgehört zu regnen und jetzt sind wir bei The Strand, Strand, wie auch immer, und gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Hier sind auf jeden Fall richtig niedliche Häuserfassaden, wie ihr sehen könnt, und schauen einfach mal, was es hier so gibt. Leider hat sich das ja mit dem Strand an sich eher erledigt, obwohl es warm genug ist. Angeblich soll sogar das Meer hier 30 Grad warm sein. Das wäre ja schon krass. Hier den Hoodie finde ich irgendwie ganz süß. Gibt es noch in Blau. Da ist so ein wuscheliger Print drauf. Und vorne steht Texas. Also wenn das jetzt hier, also wenn jetzt hier schönes Wetter wäre und man irgendwie an den Strand gehen könnte und danach noch hier in die ganzen kleinen Boutiquen, dann wäre das echt ein richtig schöner Ort. Also hier sind echt tolle Häuser. Man hat hier auch wieder dieses Wild West Feeling. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ja nicht so das schönste Wetter. Und es ist sehr, sehr schwül. Obwohl es regnet, obwohl gleichzeitig auch so ein bisschen gerade die Sonne scheint, sind Philipp und ich so ein bisschen ins Wasser gegangen. Aber nur mit den Beinen, sag ich mal. Weil hier nämlich die rote Flagge auch gehisst ist. Weil natürlich das Wetter nicht gerade für den Strand ist, aber es ist Wahnsinn, wie heiß dieses Wasser hier im Golf von Mexiko ist. Da hofft man eigentlich auf eine schöne Erfrischung hier im Meer, aber das ist so pisswarm, das glaubt man gar nicht. Dabei sieht das eher aus wie die Nordsee gerade. Wir sind die einzigen hier am Strand, da hinten sind noch ein paar Angler. Aber ansonsten haben wir hier gerade unsere Ruhe, genießen das auch ein bisschen. Wir sind jetzt zum Hobbit-Café gefahren. Das ist halt komplett inspiriert von Der Herr der Ringe und der Hobbit. Und ja, da essen wir jetzt einfach mal was. Philipp hat sich gedacht, er möchte eine Challenge. Nee, Philipp hat sich das nicht gedacht. Philipp wurde genötigt, den Morgoth Burger zu bestellen, ja, der schlappe $40 kostet. Und wenn man das Monster-Ding aufisst, dann kriegt man ein T-Shirt umsonst. Ja, also er isst jetzt für $40 diesen riesen Burger, damit wir ein T-Shirt umsonst bekommen. Aber er muss es aufessen, das ist die Voraussetzung dafür. Papa can handle it. Okay. So sehen die normalen Burger schon allein aus. Die sind riesengroß und Philipp hat seinen noch nicht. Hast du Angst? Mama, hast du Angst? No pussy. Right back with the next. Ja, ja. Da ist das gute Ding. Ja Mensch, ist doch nicht so viel, Schatz. Ey, Alter. Viel Spaß. Da ist eine ganze Avocado drauf, ne? Ja. Guckt euch mal diese ganzen Lagen an Essen an. Oh mein Gott, der sieht aber so lecker aus. Ja, einfach. Der sieht super lecker aus. Aber danach ist mir auch kurz übel. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien das hier sind. Oh Gott. Die letzten zwei Bissen und dann hat er ernsthaft den kompletten Teller aufgegessen. Ich glaub das nicht. Und er lacht noch. Ey, ich bin ja mal gespannt, wie es dir später noch geht.
Leute, guckt euch mal an, der wird sogar noch den Teller ablecken. Was stimmt nicht mit dir? Da ist der Gewinn. Made that Morgoth Burger Mai. Tja, wer kann jetzt Elvisch und uns das übersetzen? Wer weiß, was darauf steht. Yeah! Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Ziemlich einfach. Jubel! Achso, ich dachte, du machst ein Foto. Nein! Okay. Ja, also das ist das Sieger-T-Shirt. In der smarten Größe XL, ne? Ja, das brauchst du ja jetzt XL. Auch. Boah, also war machbar, ne? War auf jeden Fall viel und ich bin auch bis zum Rand voll. Aber wir gehen jetzt noch einen kleinen Keks hinterher schießen von Crumble. Und dann ist das aber, glaube ich, auch alles, was ich heute esse. Vielleicht gibt es heute Abend irgendwie noch einen winzigen Salat oder sowas. Heute Abend gibt es noch ein kleines Burgerchen. Ne, reicht jetzt. Wir sind ein paar Meter weiter gefahren und zwar zu einem ganz berühmten Haus, was es hier in Houston gibt. Und zwar nennt sich das Beer Can House. Und da an diesem Haus sind einfach über 50.000 Bierdosen angebracht. Das hat früher tatsächlich ein Mann, der da gewohnt hatte, angefangen, dieses Kunstwerk. Und der hat die ganzen Bierdosen getrunken. Und hatte keine Lust mehr, Rasen zu mähen und hat dann irgendwann angefangen, einfach die Platt zu drücken und das ganze Haus damit und auch die Wege und so mit diesen Bierdosen zu pflastern. Zeige ich euch jetzt. Das hier ist das Beer Can House und hier, wenn man mal genauer guckt, ist sogar richtig eingemauert, die ganzen Bierdosen. Und da sind die ganzen Deckel, die da dran runterhängen. Wahnsinn. Das Tor von dem Haus besteht auch aus den Bierdeckeln. Und ja, man kann das tatsächlich besichtigen, wie man gerade sieht. Der Besitzer hiervon damals hieß John und er hatte auf jeden Fall auch einen dicken Bierbauch. Aber ja, musste auch haben, wenn man das alles getrunken hat. Machen wir das mit unserem Haus auch, Schatz? This can right here, Falstaff had issued a commemorative beer celebrating an anniversary, and John thought it was really cool, so he made three of these, and they hung on a rail in the backyard, and they just swung back and forth. Now, instead of aluminum, so it rusted in this, like, really cool kind of pattern. Before he retired. Okay, das war richtig cool. Wir haben so gerade noch so eine Doku in diesem Haus geguckt und so und einfach eine vollkommen kostenlose Tour bekommen. Also damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Wir dachten einfach, wir gucken uns das einmal kurz von vorne an, machen ein Foto und gehen wieder. Aber das war cool. Also kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob es immer kostenlos ist oder ob das jetzt irgendwie besonders war. Aber ja, sehr lustig. Guten Morgen, ihr Lieben. So, es ist Aufbruchstimmung. Wir haben jetzt unsere Sachen alle gepackt. Jetzt geht's ins Auto und dann fahren wir Richtung New Orleans. Ich bin schon richtig gespannt, aber ich bin komplett am Ende. Ich wollte eigentlich gestern Abend ganz harmlos weiter vloggen. Wir sind nämlich abends noch in eine relativ bekannte Bar gegangen. Wie hieß die nochmal? Shady Acres Saloon, genau. Weil wir uns dann eine Liveband angucken wollten. Das Ende vom Lied war, dass die Liveband abgesagt hat wegen schlechtem Wetter. Wir waren auch wieder fast die einzigen dort. Und dann kam aber irgendwann ein Pärchen da rein, so um die Ende 40, Anfang 50. Und er hat plötzlich auf Deutsch mit uns gesprochen und hat uns dann erzählt, dass er halt, 1984 in die USA ausgewandert ist, die ersten 15 Jahre aber in Deutschland verbracht hat, er dementsprechend auch Deutsch spricht, allerdings nicht mehr so gut nach 40 Jahren USA. And well, that escalated quickly. Ja, also wir haben uns auf einmal irgendwie stundenlang mit denen unterhalten. Die haben uns auch Getränke ausgegeben und so. Und dann meinten die sich, ja, wir wollen jetzt nach Hause, wollt ihr mit? Und übrigens, wollt was ich noch... Das, wollt ihr das Haus sehen? Wollt ihr unser Haus sehen und so? Die haben uns auch erzählt, dass die Millionäre sind und ganz viel Geld verdienen und the American Dream liven. Und wir so, okay. Dann sind wir einfach mit denen in deren Haus gefahren, in deren Villa mit Pool und allem Möglichen und...
haben dann da noch Cocktails getrunken. Sie hat mir das komplette Haus gezeigt und so. Ich hätte es so gern gefilmt, aber kann es natürlich nicht bringen. Aber Leute, das war wild. Das war wirklich wild. Also wir sind irgendwie erst um 2 oder so zu Hause gewesen und dementsprechend fühlt man sich heute. Einer der besten Abende ever. Wirklich. Also so ein bisschen war es wie ein Fiebertraum, weil jetzt so heute Morgen denke ich mir so, was haben wir da gemacht? Und hä? Wieso? Ja, also Leute, Kater habe ich auf jeden Fall auch, da bin ich ehrlich. Aber ja, so viel dazu. Vielleicht erzählen wir da noch mal ein paar Anekdoten genauer in unserem Podcast. Aber auf jetzt geht es erstmal gute 5-6 Stunden Richtung New Orleans. Und ich werde wahrscheinlich auf der Fahrt diesen Vlog dann hier schneiden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Seid gespannt auf die nächsten, entweder ein oder zwei Vlogs, je nachdem, wie viel ich so filme. Wir gehen, haben coole Sachen vor. Es geht dann noch nach Nashville und dann hoffentlich auch mit mehr Country-Musik. Jo, ich werde den Vlog hier schneiden, sagt sie. Du, jetzt gleich einfach tiefstes, festes Heiern. Nee, kann ich nicht. Oder? Kann ich nicht im Auto. So, naja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis in den nächsten Tagen. Jo, tschüss. Ciao.